بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Meine liebe Geschwister, der vierte Grundsatz von diesem Schüler des Wissens, der 30 Jahre einen Gelehrten begleitete. Und man sieht, was das mit einem ausmacht. Wir haben drei wunderbare Grundsätze gehört, drei wichtige Grundsätze. Und jetzt hören wir den vierten Grundsatz. Ich sah, dass manche Menschen denken, Ansehen und Ehre bekämen sie durch eine große Anzahl von Anhängern und Bewunderern. Andere denken, Ehre und Ansehen bekommt man dadurch, dass man anderen Menschen zu Unrecht etwas wegnimmt. Oder indem man andere Menschen besiegt. Oder indem man Geld im Übermaß ausgibt. Allah sagt dazu, diejenigen mit dem höchsten Ehre bei Allah ist der, der am gottesfürchtigsten von euch ist. Hier sagt der Sheikh, ich glaube daran, dass der Koran die absolute Wahrheit ist. Daher will ich mir die Gottesfurcht. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Grundsatz, ein sehr, sehr schwerer Punkt. Denn Taqwa ist wirklich mit einer der wichtigsten Eigenschaften, die wir brauchen und benötigen. Denn das Paradies ist für die Mutter Kun erschaffen worden. Und kurz zu Taqwa gesagt, liebe Geschwister, ist das, wo dich unterscheiden lässt zwischen was gut ist und was schlecht ist. Aber was der Sheikh hier anspricht, ist ein Grundsatz, dass die Menschen denken, dass das Bewundern, dass wenn du bewundert wirst oder viel Anhängerschaft hast, und subhanallah, eine Aussage, die wir vor hunderte von Jahren, yani Imam Ibn Qayyim selber, wenn ich nicht täusche, lebte vor über 600 Jahren. Wer weiß, wie alt diese Aussage ist. Ja, und heute leben wir in einer Zeit, wo wir das sehen, dass die Menschen denken, durch Anhängerschaft oder Bewunderung von anderen Menschen, dass das eine Art des Ansehens ist. Oder dass man vielleicht sogar stark oder gut ist bei Allah, wenn zum Beispiel dir viele Muslime folgen oder viele Muslime dir zuhören. Ja, viele der Gläubigen. Aber Ansehen bei Allah ist nicht diese Sache. Das Ansehen bei Allah liegt an der Gottesfurcht. Das Schöne aber daran ist, dass wir keinen Maßstab besitzen für Gottesfurcht. Wir haben keinen Maßstab. Wir können nicht sagen, der ist gottesfürchtig, der nicht, weil wir wissen nicht, wie jeder in seinem Herzen ist. Denn der Entstehungsort der Taqwa ist im Herzen. Das ist eine Tat des Herzens. Und deswegen ist auch der Angesehenste nur bei Allah der Gottesfürchtigste. Und nicht der, der von ihm am meisten erwähnt ist von den Menschen oder am meisten gefolgt ist von den Menschen oder am meisten zugehört wird von den Menschen. Am meisten angesehen bei Allah ist der Gottesfürchtige. Darum wird dieser Sheikh, sagte er, im Anbetracht des Ansehens, will dieser Sheikh die Gottesfurcht. Deswegen möge Allah uns gottesfürchtig machen. Und vor allem, liebe Geschwister, wenn jemand zu euch sagt, ittaqillah, fürchte Allah, dann sei nicht sauer darüber. Nimm dieses Bittgebet auf und sage, möge Allah mich von den Gottesfürchtigen machen. Wenn er sagt, ittaqillah, sag ganz einfach zurück, Allahumma ja'alni min al-muttaqin. Oh Allah, mache mich von den Gottesfürchtigen. Was ist was Schönes? Denn Taqwa ist das höchste Ansehen bei Allah. Denn der am meisten Angesehenste bei Allah ist der Gottesfürchtige. Und nicht derjenige, der bekannt ist oder den man kennt. Weil viele Leute denken, wenn jemand, zum Beispiel du siehst gerade ein Video von mir und vielleicht siehst du eine bestimmte Anzahl von Zuschauern oder eine bestimmte Anzahl von Likes oder Dislikes und was auch immer. Und denkst, ah, weil dieser Person bekannt ist oder man kennt oder andere Brüder, die sehr, 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 mashallah, erfolgreich sind in diesem Bereich und möge Allah noch mehr Erfolg geben. Es heißt aber nicht, dass wir die Angesehensten bei Allah sind. Vielleicht der Angesehenste bei Allah ist gerade ein Betender, den kein Mensch kennt, aber Allah kennt. Und das ist das Wichtige. Deswegen müssen wir die Gottesfurcht suchen und nicht das Ansehen bei den Menschen. Barakallahu fik. Wa alaikum assalam.